Ja, Depp, da bleibst du stehen. Gleich mal als erster kontrollieren. Du schaust mir schon so vom Stecker aus, Alter, mit deinem komischen Hawaii-Hemd oder was das immer sein soll. Geh weiter, einen halben Meter um mich da mit deiner Schmalzlocken und Fressen halten. Na, der bist du nicht. Leibesvisite, ist auch gesagt. Was ist mit der Deutsche? Alter, wie viel Scheiße kann man mitführen, Alter, mit so einem Hippie-Bus? Ich hab mir gedacht, ich find da ein paar eingerauchte Hippies, Alter, die was sich grad alle gegenseitig in Finger stecken, Alter, und ein Ding machen, Alter. Ein Bolognese? Nein, der hat warm mit, der Geschüttelte. Und ich kann wieder alles inspizieren. Was ist denn das alles, Alter? Saltfisch, Alter, gesalzener Fisch. Ja, ganz geil. Und da? Medikamentenkisten? Nein, gar nicht. Was ist das? Zementsackel. Alter, wo fährst du hin mit deiner Lieferung zum Aldi oder was? Was ist mit dir los? Zementsackel, Saltfisch, Medikamentenkisten und Salz. So, das passt ja sogar so weit. Also, ich habe jetzt noch kein Zeichen gesehen, wo ich stutzig werden sollte. Halt die Gauschen deppert da draußen, das steigt am Kopf, Alter. Ich bin gründlich bei meiner Arbeit. Und wenn ich irgendwas da finde und ist nur Zahnseiden, die du nicht eingetragen hast, dann druck ich dir deine Augapfel aus, Alter, und friss es, Alter, wie irgendwelche Pralines, du Arschloch. So. Wir müssen uns kurz einmal verständigt haben auf die nette und höfliche Art. Die kommt ja gemeiner sein zu dir. Geh her da. Ja, hätte ich auch gesagt. Her da, aber hurtig. So, was ist denn das für ein Hippie-Bus, Alter? Xug 8058SZ. Haben wir das? Xug 8058SZ, ja. AZV, ist das ein AZV? Ich glaube, das ist ein AZV, oder? Ist das ein AZV? AZV! Ja, ist es tatsächlich. Du kommst aus dem Königreich Akari, das werden wir auch noch kurz durchchecken. Ja, Königreich Erkai, oder? Ich bin halt auch schon. Aha, der Stempel passt aber gar nicht, mein Freund. Da haben wir es schon wieder, so ein Möchtegern-Schmuggler, Alter. Wie bist denn auf die Daumen gekommen, deppert da, wenn du weißt, dass das Wappen und der Stempel eine Krone ist? Ich meine, wenn man die Papiere so faked wie ihr Kasperler, dann braucht man sich halt auch nicht unbedingt wundern, wenn man nirgendwo einreisen kann. Aber wir haben eigene Einreisebestimmungen auch noch, kommt man gerade, gell? Was steht da? Was? Grippe war, aber was? Von mindestens 100 Fällen einer gefährlichen Grippevariante. Nur gegen Grippe geimpfte Personen dürfen in das Land einreisen. Darüber hinaus müssen nach der Impfung mindestens 2 Wochen vergangen sein. Wir schauen da. Wann bist du denn geimpft worden, Geschüttelter? Grippe? 19. April? Das war sie nur ausgegangen, aber es hilft nichts. Deppert, da hast du deine Papiere gefälscht. Bin ein bisschen enttäuscht von dir. Wie schaut's du da um aus? 3 Fischfässer, 4 Salzsäcke, 3 Medikamente, 12 Zement. Und was haben wir? Ja, das passt sogar alles. Komm her, Depperter. Ramei, den Sch*** und rauch nicht so viel. Abend, bin mal wieder da. Na Gott sei Dank bist du wieder mal wieder da. So. Hoppala. Wie schwer ist dein Kübel jetzt da? 3040, wahrscheinlich zu schwer sogar, wie ich mich kenne. Ja, zu schwer ist er auch noch. Emirhan Mazurov, was steht da? Emirhan Mazurov. Simpen, das passt auch. 23. Februar, ist angelaufen auch schon. Das ist ja alles angelaufen bei dir, geschüttelt. Du bist ja echt für gar nichts sauberer. Schwab ist da. Zu schwer, wo haben wir es denn? Fahrzeuggewicht. Aktuelle Einreisebestimmungen hätten passt. Was ist bei deinem Kfz? Da ist in Ordnung. Spiegel sind dran. Lichter vorn gingen auch. Platten hat er auch keinen. Scheiben sind auch alle in Ordnung. Hinten ist auch alles okay. So war nichts zum Beanstanden gewesen. Schau, dass du Meter gewinnst, Depper, da, weil mit deinem gefakten Stempel kannst du ganz normal im Bugel rutschen. Nee, tap. Kann nicht einkasteln. Er hat ja keine Drogen geschmuggelt. Er darf nur nicht ins Land reisen, so wie er jetzt unterwegs ist. Na, no, Mann. Oh. Ich muss da nochmal
Das hilft nichts. So, haben wir alles richtig? Nein, da hat schon wieder was gefällt. Was hab ich denn schon wieder übersehen? Passnummer, der hat doch passt! Ja, f*** dich doch einfach. Komm, nächster Kasperl. Ich kann nicht jeden einkasteln, es muss schon ein Grund hinterliegen dafür, dass man es einkastelt. Zum Beispiel ein Schmugglerzeichen oder ein Wanted, ein Gesuchter. Schalleck. Ich Schalleck, steig aus! Du El Bandi für Arme, schau, dass du Meter gewinkst, Alter, geh Schuch machen halt die Gauschen. So, wie schauen wir aus? Schmuggeln wir schon wieder was? Bei solchen LKWs bin ich aber immer, da schau ich lieber fünfmal hin. Eine Sau hat er mit. Na, da scheint alles in Ordnung zu sein. Da auch. Vorne auch. Wie schaut's drinnen aus? Alte Gauschen, das sage ich, ob ich da was finde, Alter. Schaut gut aus. Wie schaut's hinten aus? Bei deinen Viecher, was du schon mitführst? Zwei Dämonenziegen, Alter. Schau nicht so deppert, du blödes Viech! Sehr abartig, wie die Viecher dreischauen und der Fadelpappen hat auch mit. Servus, Chris, KMS. Fipp, servus. Weiter so, macht Bock. Danke, dass ihr alle da seid. Ich muss die da. Wo ist denn mein Ding da? Ich muss die Fadel anzeichnen. Da Fadel, Gas, Gas. Passt. Wenigstens brauche ich da jetzt nicht viel. So. Eine Papiere brauche ich noch, ist mir gerade aufgefallen. Wie schwer ist denn der Dreckskübel jetzt da? 5000, was kann ich denn dafür eh haben, oder? Ja, es ist notwendig, fragen jetzt so deppert, Alter, weil sonst biege ich da kleine Zehennägel um. So, schauen wir aus, wie schwer darf denn die Scheiße sein? 5000, darf er haben, passt, Ilch passt auch. Wann ist er geimpft worden? Grippe, 15. Mai, zu spät. Einreisebestimmung passt schon mal nicht. Und da, der Nummern passt auch nicht. Es ist doch bitte gar schon. Ihr könnt mich doch nicht alle so veräppeln. Na ehrlich jetzt, da seid ihr alle zum Essen steppert oder was? Kasperl deppert da, Alter. Wie schaut's mit den Papieren aus? Sind die wenigstens in Ordnung? Wahrscheinlich auch nicht. Woher kommst du? United Rally, Alter. Wird da nicht gesucht? Nein, das ist nicht der, der was gesucht wird. Bin ich mir ziemlich sicher, der hat lange Haare, der was gesucht wird. Bedeutet, das ist ja ganz anderer, was da gesucht wird. Nein, im Großen und Ganzen, Kennzeichen noch schauen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen hätte es auch eh alles passt. CDS 4103 CQS, das passt auch nicht, okay. Auch nicht im Großen und Ganzen alles passt. Fracht hat wenigstens passt, ja. Also, der Kennzeichen passt nicht. Dann der Name hat nicht passt und die aktuellen Einreisebestimmungen passen auch nicht. Fahrzeuggewicht hat passt, Stempel, habe ich jetzt gar nicht geschaut, siehst du, ich bin auch noch. Ich mache auch noch Fehler in meinem Life, Alter. Wo ist denn der K***ne? Der hat auch nicht passt, aber du bist echt für den Hugo. Weißt du nicht einmal verschiedene Daumen auf deinen Pass zeichnen kannst, du bist ja für gar nichts. Dokumente Hintergrund hat aber passt. Foto glaube ich passt auch oder hat einen Schnauzer. Ne? Foto passt auch. Ja, hässlicher Bägel. Wiesel, danke für den Bit. Stempel passt nicht. Habe ich jetzt auch gesehen. Danke! Ich schaue in Zukunft bei euch. Weißt du was? Wir machen das jetzt einmal so. Beim nächsten. Ich schaue es durch, ohne dass ich was teste. Und ihr sagt, was ich ankreuzeln soll. Ich bin schon gespannt, ob das was wird. Ist irgendwas kaputt? Ich gehe langsam ums Auto, schaue seine Papiere genau an und der Chat entscheidet, wo sie ankreuzen soll oder ob er weiterfahren kann. Ja, Schäden hat er keine, was ich gesehen habe. Spiegel sind auch beide dran. Einfach nur als andere Kacke bei dir. Habe ich irgendwas. Hey, wie geht's? Gut, danke. Guten Abend, Name stimmt nicht. Ja, ich weiß, den haben wir schon lange da beim Kontrollbericht drinnen. Danke. Verweigert. Ich glaube, wir haben sonst alles passt. Ich weiß, dass der Name nicht steht. Halt die Gauschen deppert und schau, dass du Meter gewinnst, weil sonst ziehe ich da die Löffel lang, Alter. Wenn du mir noch einmal traust an meiner eigenen Grenze, Alter, dann kriegst du einen Gebetspunkt zwischen die Augen, Alter, dann kannst du nach Indien auswandern. Vermeidet! Doch, Alter. Wer ja deppert droht, weil ich nicht über die Grenze los. Das Perfecto controllierter. So, nächster, Leute.
Wir schauen jetzt genau alles noch. Wir schauen jetzt genau. Motorhaube, mehr aufmachen. Brauche ich nicht. Also eins kann ich sagen, wenn er so von außen nirgendwo ein Zeichen hat für Schmuggeln, dann ist bei der Motorhaube auch schon wurscht. Dann schmuggelt er nicht. Wenn kein einziger Reifen, der Tank und so überhaupt nirgendwo Schmuggelware angezeigt wird, dann schmuggelt er nicht. Wenn man da ist, schwer zum sagen jetzt da. Könnte man abschaufeln. Ist das der Gesuchte? Nein. Oder? Geh aus einmal da, Peppi. Peppi? Nein, jetzt kurz ja auch. Jetzt kurz ja auch. Ober. Was schon gut? Der hat gefragt. Nein, jetzt kurz ja auch. Sonst war es schon fast da hinkommen. So. Ja, es ist. Alter, Viertel, Alter, du kannst gleich beten, gell, Deppert. So, Kennzeichen. Haben wir, habt ihr gesehen? Schaut euch das jetzt einmal an. Was sagt ihr? Mach mit und schreib es mir in die Kommentare. Also, nein, sag nichts. Ihr entscheidet. Schaut's genau hin. Wenn ich irgendwas machen soll, dann sagt es. Er kommt von Albarak. Wie viel er wiegt, das kann ich gleich mal schauen. Ist noch im Rahmen. Sturva duras. Wir haben sehr Frucht verhauen. Ich habe nicht gewusst, dass das so geht. Er ist nicht der Gesuchte, er hat kurze Haare. Kohle. Ich habe es nicht aufschreiben können. Ja, Alter, jetzt ist halt die Frage, gell? Ich habe ihm die Kohle weg, da kann ich sie nicht mehr aufschreiben. Kann ich da jetzt überhaupt noch. Ich kann sie nicht mehr aufschreiben. Darf ich jetzt nicht mehr durch? Ich habe ihm die Kohle ausgeschaufelt. Das ist nicht der Gesuchte, schaut's doch einmal genau. Der Kingboard ist da. Er hat lange Haare, der Gesuchte. Er nicht. Das seht ihr doch wohl alle. Oder? Der verunsichert mich jetzt nicht. Nein. Er hat im Knack keine Haare. Zeig nochmal Papiere bitte. Da, schaut ja ganz anders aus bei den Papieren. Er hat ja kurze Haare. So, jetzt ist der Tag wieder verkaufen. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn weiterfahren lassen darf, weil ich habe ihm sein ganzen Ding auskramt. Die Brille passt auch nicht, stimmt da, ja. So, was haben wir da? Albarak. Schaut aber gut aus. Also der da. Na, ich glaube, der hätte sogar weiter dürfen, wenn ich ihm nicht jetzt da die Kohle ausgehabt hätte. Er hätte alles gehabt. Impft ist auch zur rechten Zeit. Die Papiere haben passt. Außer Jawutz, die Namen passen auch. Lass ihn durch. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt da durchlosen darf, weil ich habe ja die Kohlen nicht aufschreiben können. Das ist jetzt die große Frage. Ich kann die Kohlen nicht aufschreiben. Ich lasse jetzt einfach einmal durch. Aber ich glaube, das war natürlich bitter, wenn ich ihn durchlose, Alter, und da die Kohlen. Wir werden es ja gleich sehen. Diesmal haben wir keinen Schmuggler dabei gehabt. Wahrscheinlich krieg ich jetzt noch einen auf den Deckel, weil er keine Kohlen gehabt hat. Nein, war perfekt sogar. Ja, sehr geil haben wir das gemacht, Leute. Ich sage immer wieder.
Ey, oder alle drei? Nein, einen habe ich unabsichtlich was vergessen zum Eintragen. Das ist mal Pech für ihn. Naja, er hat durch dürfen. Aber mit den ganzen Ausgaben. Ich meine, wir müssen Kohle machen, wir wollen die ganze Basis ausbauen und das kostet echt alles Schweine viel Geld. Deswegen bin ich gerade dabei, dass wir da jetzt da wirklich strikt genau schauen und keinen mehr Hand dran. Weil wir wollen ja mit der Kohle was machen. Zawarudo, Ritsch, was? Lass ihn durch. So, ich glaube schon wieder Hippie-Bus, oder? Was ist denn jetzt los? Wann lassen wir Hippies durch? Bevor wir gerade. Ist schon bei mir so eine Routine geworden. Globerbier, danke für die 100 Bitties. Liebe geht raus. Ihr müsst keinen Hype starten. Ich sage nur, es geht wieder einer. Ist bei mir schon so eine Routine. Der hat ja auch schon. Alter, ist das der Zwillingsbruder vom anderen Kasperl vom Vortag? Der hat ja genauso viel Scheiße mit wie der andere, Alter. Ist doch nicht normal. Danke, Nex, für die 100 Bitties. Also, da scheint es einmal jetzt nichts Illegales du zu geben. Du geile Butterblume, du Schöne! Da ist auch nichts drinnen. Die Zementsackel könnten theoretisch verseucht sein. Nee, der hat nichts Illegales. Und das Porzellan. Haben wir alles? Wir haben alles. Und wir haben nichts gefunden, was Schmuggelware wäre. Ja, klar, war einer Scheißdreck. Das Problem ist, wenn die Leute so viele Sachen haben, das dauert alles viel länger. Max, danke für 166 Bits. Danke für nochmal 333 Bits. Grüß euch, Leute und Markrai. Blender, Servus. So, Tempata, wie schauen wir aus? Gibst du mal deine Brunzpapiere her, alter Fetzenschädel, oder wer ist denn dir über den Kopf gefahren? Steig aus, Alter. Pass auf, der Wind geht. Nicht, dass du den Rest dann auf den Schädel runterwart. Schau nicht so gescheit, du sollst einen halben Meter um mich rutschen. Großvater, gib her mal deine Papiere. Ja, ich hab schon gesehen, ein Scheim ist auch hier, aber es geht jetzt einmal darum, ob er ein Todel ist. Republik Gagasdam. Gagasdam. Ja, das ist der Darm von der Gaga. AZV passt, das wissen wir, aber er könnte zu schwer sein. Müssen wir gleich kontrollieren. Mich würde nur interessieren, ob bei Kagasdam jetzt die Form, Stempel, schaut gar gut aus. Der Grippe, 23. Februar, passt auch. Das war der erste, was ich mal weiterfahren darf. Ah nein, gar nicht, stimmt nicht, wir haben gestern weiterlassen dürfen. Wie kann man so lustig sein, Algi? Was habe ich jetzt schon gemacht? Ich tue gar nichts. Das passt alles. Wie schaut es mit der Frucht aus, wenn wir schon sowieso dabei sind? Also, dreimal Gasherd haben wir. Scheißel hat er dabei, 11 Sackel Zement, damit er seine Leiter betonieren kann, sind dabei. Medikamentenkisten 3 hat er auch, radioaktive Materialien 2-mal hat er auch, sehr gut. Jetzt haben wir ja schon fast Best Friends geschüttelt. Jetzt hoffen wir nur, dass die Pixen mit den ganzen Scheißdrecken gleich um 300 Kilo Schweiß. U56E077, das passt auch. Tamerlan Dava. Kennzeichen FOG 8724 GT, Drexer. Passt auch. Wie schwer ist denn der Kibbel jetzt da? Also, haben wir schon passt. 239. Ach du Scheiße! Pepe, du bist genau um 50 Kilo schwer, Alter! Stell dich gegen den Wind, wenn du den Rest noch von der Birne runterwartest, dann geht es mit dem Gewicht aus. Schnell, stell dich um mich da. Oder ich schneide den Rippen aus, dann suchst du aus. Es geht gerade mal um 50 Kilo, Alter! Geh einmal Scheiße, du darfst durch! Es tut mir leid, du bist schwer! Alter, wegen 50 Kilo darf der. 40 Kilo darf der arme Söhne nicht weiter! Tut mir halt schon leid irgendwo, aber er ist schwer, ich kann es nicht ändern. Es hätte alles gepasst, alles! Ja, ein paar Schäden am Fahrzeug, ja meine Güte, da ist ein Scheim hin, da ist ein Scheinwerfer hin, da ist auch noch ein Scheinwerfer hin und ein Botschen. Ein Scheim, zwei Scheinwerfer, Botschen. Aber bis auf die 40 Kilo Übergewicht. Kaputte Reifen, Autoscheibe zerbrochen einmal und Scheinwerfer zwei. Und ich kann nicht weiterlassen. Ja, es tut mir leid, Alter, du bist um 40 Kilo zu schwer. Ich kann dich nicht weiterlassen. Verweigert. Was soll ich machen? Kloberbier, danke für die 100 Bitties. Zwei Scheiben, wo waren eine hier? Ah, scheiße.
Wieso zwei? Wieso nur eine hin? Wo ist noch eine hin? Was liegst du denn? Sind alle ganz? Ah nein! Warum? Der Krieg gehabt, weil das nächste Mal schieße ich da deine Koteletten runter, Alter. Jetzt habe ich wieder nicht perfekt, weil ich einen Schein nicht gesehen habe. Ja, ich weiß, danke, f*** dich. Weil wir einen Schein vergessen haben zum Einschreiben, Alter. Einfach einmal 110 Verlust. Ist doch eine Frechheit, oder? So, geschüttelter, schauen wir uns mal an, Alter. Ich habe schon zu lange keinen Schmuggler mehr dabei gehabt. Das ist schon sehr... Aha! Aha! Ich halt außer deine Gichtprotzen, Depperter, komm! Steig aus jetzt! Hast du Lauch in der Hand, Depperter, selber schuld? Hör auf zum Zappeln wie ein Fisch und beweg deinen kleinen illegalen Schmuggler da außer, dass ich da ein zweites Lauch schießen kann! Bleib stehen jetzt! Du sollst stehen bleiben, hab ich gesagt, ich will a***en! Dann schieß ich deinen a***en! Mir doch wurscht! Was, los mit der Ruhe, Depper, da kommst du mit deiner Schmugglerwahl an die Grenze und willst eine Ruhe haben, oder was? Geh her, da Geschüttelter! Eingesperrt wirst du! A***loch! Alter, ich hab die Schlange gesehen, hab schon gewusst, Alter, kein Wunder, dass er mir schon so entgegenhält, Alter, in Boss. Was heißt da, der Arme, Alter? Hat ihm wer dazu gezwungen, dass er da mit seiner Schmuggler war, rumkommt über die Grenze? Nein! Ich nicht! Was hat er denn geschmuggelt überhaupt? Falschgeld noch dazu! Der Hund bringt da falsche Scheine noch in den Umlauf. Alter, was da hinten. Mach, da ist so viel wahr, was schon wieder Schmuggler war drin. Sag ich, Alter, ich Schiffernigel, Alter. Komm, alles raus da. Alles raus. Alles muss raus. Das muss ich alles überprüfen, Alter. Heuballen, Kisten, Zementsackel. Alter, was ist denn mit dir, Geschüttelter? Was ist mit deinem Rufzeichen, Depperter? Sei froh, dass ich noch Bock habe, weil sonst hätte ich da schon wieder den Schädel rasiert. So. Wie schauen wir. Ja, für was soll ich das noch aufschreiben eigentlich? Er ist ja sowieso schon zum Anstellen. Aha! Ist das erste Mal, dass ich im Herd was finde! Noch nie was im Herd gefunden. Bauer sucht Gurke, danke für deinen Follower. Alter, ich habe immer das Gefühl, ich habe das ausgeschaltet. Ne? Da ist nichts. Da auch nicht? Echt? Nur im Herd hat er einmal ein Backerl versteckt? Ist aber schon ein Mogel. Mehr nicht? In seinem E-Herd ein Backerl falsch gehört. Die Tonnen haben wir auch schon über... Ah, da haben wir sie ja schon. Das sag ich doch. Oha! Ich habe ausgesagt. Ich gehe über die Grenze. Leute! Don Chris, danke für die Biddies, die Zähne. Lasst ihn ausrennen. Ist ja schon Level 3. Kuss geht raus. Wie alt bist du? Er kann's einfach. Was haben wir da? Au! Alter, da finde ich noch mehr Falschgeld, wie was am lieber. Außer da mit den Scheinchen. Freut mich. Da ist nichts, okay. Da irgendwo? Nein. Zwischen die Sitz haben wir auch schon mal gehabt, dass wir was gegangen ist, aber scheint gut zu sein. Dann da im Tank ist auch nichts. Irgendeiner von den Reifen da zufällig? Ja, da haben wir ja schon. Wieder zweimal, der Hund hat Scheine mit, Alter. Da schiffst du einen halben Nigel. Zerlegte Pixen, alle aufritzen, Reifen und so. Ja, nur der da, wo das Zeichen haben ist. Ich geh doch nicht mein schönes Werkzeug drin ist. Okay, da ist auch nichts, dann schauen wir noch. Oh, doch, da ist noch was. Babyfein, haben wir da auch noch was drinnen? Würde mich nicht wundern. Auf der Seite sehe ich nichts. Andere Seiten. Ja, wie viel hat das Spiel gekostet? Warte, frag mich Sachen, ich hab das ständig. Was sagst du? Sie, Alter, kannst lesen? Steht doch bei mir im Titel. Wir zocken gerade die Glücksbärchenbande, Alter. Und da streut gerade einer irgendwelche Strahlen aus seinem Bauch. Im Motor. Da war gerade was. Wo war da was? Ah ja! Bin ich blind. Dankeschön, ich hätte jetzt echt fast übersehen. Gut, dass ich immer noch einmal schaue. Okay, passt. Ich glaube, wir haben jetzt jeden Schein gefunden. Geh weg den Mist. Haben wir alles? Haben wir alles? Jawohl, perfekt, alles gefunden. Der hat auch schon wieder so viel. Und der nächste Schmuggler. Alter, hab ich heute schon wieder einen guten Tag erwischt oder was, Depperter? Holst du mir schon außer die Protzen, beweg dein Sch rausgeschüttelter. Komm, Alter, du Iro verschnitt, Depperter und Brunster. Beweg dein Sch aus dem Auto! Überall hast du es markiert, dein Schmuggler war! Da, Alter! Knierscheibe auch hin! Was machen wir jetzt mit dir? Hör auf zum Zappeln! Komm her da! Saublöder Hund!
Alter, nach der Reihe, buch die Seite, Löcher. Ich muss einmal da ausladen, Alter. Ich hab schon so viel Schmuggler war da jetzt da. Heieiei. Hei. Was, aua. Selber schuld, Alter. Hat ihm keiner angeschafft, dass er schmuggeln muss. Kann gleich wieder den Typen bestellen, da muss man. Ja, war klar. Alter, der tut wieder Waffen schmuggeln. Und zwar nicht zu knapp. So, schau schon, der nächste. Bist du deppert, der Hund hat war mit. Ja, aber da. Leute, danke für den Level 4er Hype-Train. Ich küsse eure Herzen. Geilste Community ever. Okay, da schaut's gut und clean aus. Wie schauen wir innen aus? Da ist einmal nichts. Da auch nicht. Da sitzt auch frei. Nein, oder? Schaut gut aus. Da hinten irgendwo Waffen, Munition. Nein. Okay, Innenraum ist clean. Motorhaum. Ja, wie schauen wir aus? Ja. Schaut aber auch clean aus. Ah, da. Haben wir ja auch noch was gefunden. So ist es ja dann nicht. Da ist noch die ganze Ware auf dem LKW überholen. Der Ersatzreifen? Nein, der hat auch nichts. Danke für die Liebe. Rechts Kotflügel. Was, rechter Kotflügel? Ja, echt jetzt. Schau wirklich. Danke. Gut, dass wir so viel. Weißt du, 470 Augen sind dann da mehr als zwei. Oder besser gesagt 900 Augen. So, über 900. Fast 1000 Augen, Leute. Ihr habt so viele Augen. Ihr habt so viele Augen, ja! Weg mit den ganzen Klumpern, Alter. Komm, runter da. Alter, der Hund hat seinen Mainzackel mit. Halt die Gauschen. Willst du irgendein bauen oder was? Geh da. Da ist nix. Der Kühlschrank schaut verdächtig aus. Nix, okay. Da auch nicht. Echt, du musst mir sagen, in deiner Ware hast du nicht einen Parken versteckt. Irgendwie kann ich das nicht ganz so kaufen. Aber es schaut gut. Da auch nix. Hey, Alter. Das wird immer unglaubwürdiger. Schau wie. Obwohl, hab ich ja gewusst. Ich hab kein Feidel mehr. Ich hau mit Stecken drauf, mir wurscht. Oder dir. Nein, Entschuldigung. Ich wollte nur. Ja, mit dem wird's auch nichts. Alter, ich hab nichts zum Aufarbeiten. Geh komm, Alter, ist das jetzt dein Sch*** Ernst? Sorry, was ist denn das überhaupt? Geht ja auch nicht, oder? Ja, Kasperler, was soll ich machen? Jetzt kann ich den Händler holen, damit. Alter, ich kauf gleich zwei Feidel. Das wird so nichts. Das wird so nichts, ich brauch Feidel. Wappentepper da. Ich brauche Nachschub. Das zahlt sich aber aus, Leute. Muss ich ehrlich sagen, da investiere ich lieber den 100er. Halt die Gauschen. Gib mir gescheit einmal ein bisschen wahr. Ich brauche unbedingt da so, nehmen wir noch dazu. Da kostet ein 100er. Ja, aber hauptsächlich für uns. Wir brauchen nur so eine Feilung. Und am besten gleich noch eins auf Reserve. So, dann bin ich schon mal glücklich. Du darfst wieder verschüssen. Das Messer kannst du nehmen. Ja, jetzt schon. Klar, ne, jetzt wo ich es gekauft habe. Danke. So, haben wir alles? Schaut gut aus. Ich glaube, jetzt können wir zusammenrammen. Wir haben alles durchgecheckt. Das dürfte alles gewesen sein. Da, verpiss dich. Nimm mit! Alles erwischt. Alter, wie oft überfällt ihr mich jetzt noch, ihr kleinen Alter? Ich habe schon fast keine Munition mehr. Was soll denn der immer? Wenigstens gibt's gut Kohle. Hingefallen ist er. Wieder hingefallen. Ja. Nehmen wir schon, oder? Das ist ein paar voll hin, oder? Ich glaube, das ist nicht recht ohne, was ihr wäre gesagt. Ich liebe da nichts. Ah! Epperter, was du einmal mit einer Granate nach mir schmeißt! Schirm ist dein Arschloch, Alter! Und dann lass ich dich husten!
Alter, mein Kollegen niedergeschossen, der Wichser. Alter, ich hab zwar nicht Munition. Jeder Schuss am Treffer, sonst haben wir's gleich. Ja, jetzt schmeißt er schon wieder mit Granaten nach mir! Den geht's ja überhaupt nicht gut, dein Lutscher, Alter! Wart's noch, Alter, jetzt reicht's mir. Alter, jetzt gibt's Bauchstich, Jetzt gibt's Bauchstich, hab ich gesagt! Komm her, du Arschloch! Was? Der kann ja nicht da durchschießen. Ich hab ein Wohnmobil! Dich, Alter. Das Messer kannst du nehmen, ja? Ah, Leute, ich schwöre, ich doch nicht. Ich mag's aber ihm wie du. Ja, oder? Wieso müssen wir genau jetzt angreifen? Hey, bleib da, ich brauch Munition, Pepe! Pepe, warte. Ja, holen wir uns jetzt was, Alter. Jetzt reicht's mir nämlich auch. Grüß dich, Servus. Hast du was Gescheites für mich da? Schau, da, das ist ja was Babyfeines, Scharfschützengewehr. Oh, nehmen wir doch eine ab. Was ist daher? Wieso kriegen die nicht? Bist du vor? Dann nehmen wir halt die, meine Güte. Super, und ein bisschen Money, Dankeschön. Das war jetzt zwar viel Geld, aber drauf. Danke dir! Bis da! Wurde schwer von. Oder? Jetzt komm ich, halt euch jetzt einmal da fern. Party kommt schon, Party rettet es hin. Hingefallen, geschmissen hätte ich gesagt. Hat ein bisschen Munition für mich, ist schon was für die Uhrzeit. Ja, das ist das auch okay. Seh ich denn da oben, Alter? Kommt her, ihr kleinen Junkers für Arme, Alter. Einfach mischen in den Alter. Ja klar schmeißt du nach mir mit der Granate, der Alter, hier schon fast eh. Ach, Alter, ihr macht's mit deppert. Alter, ihr hättet mehr Muni kaufen sollen, das ist doch nicht normal, der Überfälle. Noch einmal. Leute, danke für den Hype Train auf jeden Fall. Liebe geht raus. Medizin, ja, das hat jetzt nicht. Und das, was ich für die Waffen und alles gezahlt habe, war das jetzt echt erbärmlich. Eieieiei. Ehrlich. Schnauze. Was tue ich denn da? Mal die Schmuggel war. Den müssen wir ja mal wegbringen. Hätte besser laufen können. Bin ich ehrlich? War eigentlich jetzt gerade viel Geld aus der Schmeißerei tatsächlich. Jetzt die Waffen kaufen, die Munition kaufen. Eigentlich alles, was ich in den letzten 2 Tagen Umsätze gemacht habe, habe ich jetzt wieder verbrennt, auf gut Deutsch gesagt.
So, die Waffen tun wir da mal, also die halten wir uns sicherheitshalber, aber die tun wir da mal wieder weg. Wir brauchen es nicht. Jetzt machen wir noch einen Tag, bevor wir die Schmuggler transportieren, aber trotzdem geschmissen, dass das 500 verdient mit Überfall. Was hat die Waffen gekostet? Ich glaube mit Munition 1600 oder so oder 1700, also überhaupt kein Plusgeschäft. Haben wir schon bessere Tage gehabt, hätte ich gesagt. Ja, heutige Bilanz minus 1600, heute halt die Gauschen deppert da. 27 Waffen wollten in mein Lager einfallen, was habt ihr erwartet, Alter? Wie sollst du da überhaupt weiter upgraden, wenn du die ganze Zeit, Alter, irgendwas hast, was die ganze Kohle wieder ausbrennst? Wirklich? Redet so viel deppert, da tu was, ist gescheiter. Gehst mal. Halt die Gauschen. So. Haben wir irgendwo was noch zum Büro? Was kostet das? 2,2. Bei dir, 1,7. Ist das da eine Straße? Gehört auch mal gemacht, gell? Also irgendwas, was sich noch ausgeht. Das ist Frachtbereich. Warum sieht der. Was ist der Unterschied? Da haben wir halt auch mal, ist wurscht. Jetzt haben wir ein bisschen Pflaster den Frachtbereich. Na, na Gott sei Dank! Ist ja, Alter! Und vor allem so schön! Ja, wir müssen halt ein bisschen anfangen, Geld zum Ausgeben, ne? Bevor ich es wieder nur sinnlos ausgebe. So, bin ich voll stolz, wir haben einen Pflaster den Frachtbereich. Komm, beweg deinen kleiner Pepe, weil ich hab einen Holzstecken in der Hand, Alter. Und zwing mich nicht, ihn zu benutzen, gell? Sag ich halt auch gleich einmal. Auf die nette, höfliche Art. Immer schauen, dass wir unseren Verbrecher nicht durchlassen. Das ist er nicht. Ich schau gleich mal. Was hast du denn da hinten? Ich bin gerade angeredet, gell, mit deinem Scholleck. Ich werde dir gleich Scholleck geben, Alter. So weit schaut's gut aus. Steig aus! Schaust du denn so grimmig, Alter? Beweg deine aus. Loch ein bisschen. Du sollst lachen, hab ich gesagt! Komm, gib mir deine Papiere. Ja, ich weiß, danke, halt die Luft da. So, dann holen wir mal alles raus da hinten. Ich habe momentan nur große Großbestellungen da, das ist ein Wahnsinn. Auch jeder ein Haufen Scheiße, schaut sich das an. Sollst du da fertig werden, Alter? Gleich mal alles durchchecken, bevor wir da großartig was machen. Drin, nicht. Da krieg ich glaub, da was drin. Vertrauen tue ich da nicht so ganz. Aber schaut sehr clean aus. Der Herd was drinnen. Auch nicht. Seifen und auch nichts. Kloschüssel. Hätte ja sein können. Da auch nichts. Schaut gut aus. Und da. Der Hund hat viel Scheiße mit, oder? Da verkrampft es das auch, wenn es das anhört, was der alles mit hat. So, oh, das kannst du wieder einrahmen. Ich glaube, der wird voll schwer werden. Ad Maduro. Ad Maduro, der weiter. Wie schwer ist denn der Kabel jetzt überhaupt schon? Ah, geht's ja aus. 6,2 glaube ich, darf der haben. Okay. Also, was. Ah, jetzt habe ich gar nicht geschaut. Kontrollbericht. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Fruchtbrief, bevor wir da großartig dran. Alles da, was er haben sollte. 3-mal Gasherd Hoder, Zement 14 Hoder, Seife einmal Hoder, ein Toiletten, zwei Kühlschränke und ein Benzinfassel. Hoder alles mit. Papiere sind soweit in Ordnung. Grippe, 13. März, das passt da. Algirdas Jakubov und Algirdas Jakubov. F6PG, IK21, das passt auch. Erkai sollte eigentlich auch passen, hätte ich gedacht. Wir schauen zwar noch einmal, aber die Dingstempel schaut auf jeden Fall schon mal gut aus. Da mit den Farben tue ich mir echt schwer, das Freiauge zu erkennen, ob das die richtigen Farben sind. Aber das passt alles. Foto passt auch. Einreisebedingungen hat er auch erfüllt. Nomen passt auch. Schwer ist er auch nicht. Bug 7806EM. Bug 7806EM, das passt alles. Eigentlich
Hätte ich jetzt da nichts erkannt, wo ich sage, könnte ein Problem sein. Also schaut gut aus. Schäden noch nachschauen. Ja, Reifen sind okay, Spiegel. Ein Spiegel fehlt auf jeden Fall. Die Reifen sind auch in Ordnung. Ein Scheinwerfer ist hin. Die Reifen sind auch in Ordnung. Ja, weniger Scheinwerfer, weniger Spiegel, aber sonst passt eigentlich alles beim. Der Stempel passt, habe ich schon kontrolliert. Scheinwerfer, Spiegel. Passt. Da war auch sonst nichts, ne? Das passt von der Gültigkeit. Juni passt, 8. Ah, passt nicht. Also, wohl passt auch. Entschuldigung, jetzt war ich beim Geburtsdatum. Ne, darf einer fahren. Beide hinten, oder? Nein, einer. Was beide? Einer ist sie. Ah, recht hast du. Danke! Gott sei Dank schaue ich noch einmal, jetzt sind wir noch bei euch, bevor ich mich weiter schicke. Zwei gesprungene Scheinwerfer. Gut, dass ihr gute Augen habt. Geh nicht weiter. Akaristanska atlista. Ich hoffe, das war jetzt mal eine richtige Entscheidung. Die war einfach da lassen. Was Motor habe. 210, war alles perfekt. Hör auf immer mit der Motor, aber Klopapier, wenn die außen herum nirgends was Schlangen haben, dann sind sie eigentlich immer clean. Verstehst du? Ich hoffe, du schnallst das jetzt, was ich da damit sagen will. Du brauchst nicht immer Mo was Motor habe. Was willst du von der Motor habe, oder? Bist neidisch, weil er einen Motor hat? Motor habe ich das, da kriege ich schon alles. Ich meine, da hinten ist zwar weit weg von deutschen Standards, hätte man gesagt, was so Tüffel geht, aber zumindest habe ich keine Schlangen gesehen. Nixon, hat man wychodzić. A ja prebujet ilio predom ja. Madro vinieć Und da ist er schon. Fällt da was auf? Ha? Fällt da was auf? Ha? Seht ihr kurz, denkt an Stoß? Ha? Jetzt bist du Himmel. Weißt du, was wenn ich da? Hier schon mal gehabt. Du nicht so deppert geschüttelt, da weißt ganz genau, für was du kassiert hast. Du Brunsbuschen angeschissen. Komm her jetzt da, Abflug, einen in Häfen mit dir. Ja, geschmissen, hat da keiner angeschafft, dass du über die Grenze schmuggelst, oder? Blöder Hund. Sehr Wahnsinn. Ich weiß, Sir Wolf, deswegen habe ich ihn jetzt ja auch gerade festgenommen. Und in der Tasche ist auch noch was versteckt. Ich muss nur schnell alles auslohnen, damit ich alles kontrollieren kann. Aber das war jetzt dann die eine Ausnahme, weil gerade vorher sage ich noch, wenn du außen nichts siehst, ist eh nichts dabei. Aber der hat wirklich außen, zumindest entweder habe ich es übersehen oder er hat außen einfach nichts gehabt. Ja, genau, genau. Dann nimm das Messer. Noch dazu, der alte Dealer. Aber wie es ausschaut, hat er außen nämlich wirklich nichts gehabt. Da ist nur ein Backen. Ja, das habe ich schon gesehen, das habe ich schon gesehen. Da ist noch ein, schaut euch das an. Der gewiefte kleine Rundsitzler. Da ist überhaupt nichts außen, hat er echt gut mitgedacht. Der war mir fast durch die Lappen gegangen. Ich habe nämlich, das ist jetzt kein Scherz, ich habe gerade noch darüber nachgedacht, wieso hole ich eigentlich immer jeden außer aus dem Auto. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn du ihn schon raus hast, schaust halt einmal nach, ne? Gut, Gott sei Dank, gut ist da. Ist da außen wirklich gar nichts? Der hat anscheinend außen nicht eine Stelle, außer im Motorraum gehabt, wo er ein bisschen eingebunkert hat. Gar nichts. Da. Alles clean sonst, außen herum. Motorraum haben wir, auch Taschen habe ich gesehen, ist noch was drinnen gewesen, aber sonst glaube ich, ist der Typ clean. Nein, clean, es sind ein paar Kilo K***, also da durchschmuggelt, aber bis auf die Taschen, sonst da nichts dabei gewesen. Ne? Überall will er ein Messer. Oder? Hier kann ich ihm sein Auto hinmachen, hast du gerade gesehen. Jawohl! Ah, die sind gar nicht markiert, den muss man selber aufmachen. Okay. Aber jetzt haben wir alles, glaube ich. Mehr ist nicht drinnen. Haben wir alles gefunden? Jawohl, 210.
So, nächster. Am ersten Tag haben wir keine gehabt und jetzt kommen sie noch der Reihe. Man könnte auch einfach den Reißverschluss aufmachen. Echt, geht das? Ich hab gar nicht probiert. Entschuldigung, hab ich gar nicht gewusst. So, Deppertan, komm, bleib steil, Alter, mit deinem Unimog. Wir hampen. Wir hampen, Leute, wir hampen. Steig aus! Steig aus! Aussteigen, so ist Deppertan! Weg dein Unimog! Hör auf zum Zappeln! Außer da! Das ist er! Das ist er, Schatz! Oder? Das ist er! Und wie er das ist! Eindeutig! Spurt und richtige Ernährung, Charlie. Fix! Das war's für nicht genug Platz ungefähr. Sie warten noch kurz, bitte, danke. Hab ich gehört, kein Häfen ausbauen. Wir haben keinen Platz mehr im Häfen. Das ist gerade ein bisschen beschissen geschmissen, tatsächlich. Ich hab gedacht, Viere gehen schon rein. Gebäude, Gefängnis. Wo ist denn Gefängnis? Büro, Quartier ist es. Nein, Quartier nicht. Büro ist es doch auch. Kaserne? Nö. Doch. Was ist es denn? Das Quartier, oder? Nein, nicht das Quartier. Was rede ich? Kaserne ist es, oder? Ja. Nein. Oder? Ein Büro ist es. Kapazität der Gefangenen 3. Ach, geh doch die Hände. Wartet, wir machen das jetzt anders. Schau her. Kann ich ihn jetzt festnehmen? Wenn die eh schon im Auto sitzen? Na bitte! Alter! Ich bin ja problemlösungsorientiert, so ist es ja nicht. Berechtigte Festnahme. Ja, weiß eh, dass sie berechtigt war. Die Sitzung gleich dazu aus, sie komm. Bitte fein. Ich glaube, wir fahren schnell und liefern alles aus. Das gibt jetzt richtig fett Cash. Ich schätze mal, der wird nichts geschmuggelt haben, oder? Schaut so aus. Nein, das war einfach nur ein Gesuchter. Dann weg den weg. Ad Maduro. 450. Und jetzt der Firma der Kasperler. Ich weiß nicht, können die eigentlich die ganze Zeit da im Bus sitzen bleiben oder muss man da gleich mal fahren, damit sie nicht ausbrechen? Kann ich es da mal hucken lassen, bis der Tag vorbei ist? Ich hoffe mal schwer. Eigentlich wollte ich den Tag schon fertig machen. Einen zumindest noch. Solange werden sie wohl drinnen bleiben. Mal fahr weiter mit deinen alten Pixen. Bitte sei kein Schmuggler. Bitte sei kein Schmuggler. Ich habe keinen Platz mehr für wahr. Bitte sei einfach ein netter Bürger, der was einfach nur sein wahr verkaufen will. Ach, bin ich glücklich. Ein Deutscher bist. Das ist sehr schön. Gibst du mir mal, was los, ich bin halt so nett. Nehmen Sie mal kurz Ihre Papiere, Sie dürfen sogar sitzen bleiben. Ja, es ist, na Alter, wenn mit der Nächste, was mich fragt, ob es notwendig ist, kriegt einen Gebetspunkt. Da sind zwei Fadeln, die sind nicht schwer zu merken. Da einmal, zweimal. Bipi fein, ich bin richtig happy über die. Kennzeichen soll er soweit hoffentlich passen. Schauen wir mal kurz durch. Zweimal Schweine, das hat er richtig beantwortet. Akaristan, ist er Grippe geimpft, 16. April, passt auch genau. Sergei Borosjov, SJU, 30, 29, XK, sehr gut. Schwab ist auch nicht, hoffe ich mal für die. 4380, er ist Schwab. Hättest du das Fadl einmal einen Monat weniger gemessen, du Taudel, dann weißt du jetzt nicht fett, dass du über die Grenze kaust. Ich hasse das, Alter. Wenn so Kleinigkeiten kannst, dann die Leute nicht drüber lassen. Gewicht. Hat sich schon erledigt für dich. Aber wurscht, wir müssen ja alles kontrollieren.
Anwohl, danke für dein Follower, Liebe geht raus. Ich kann nichts dafür, wenn der fette Hund nicht schaut, wie fett seine Fadel sind, Alter, bevor er über die Grenze fährt. Wenn er sein Zuladegewicht nicht in den Schädel hat. So, was? Ah, der Frachtbrief passt ja auch nicht, oder? Von der Farbe her, niemals passt der. Akaristan, oder? Kam der Frachtbrief muss ja von der Farbe her auch passen. Der passt ja niemals. Ja, sag ich ja. Ich meine, was, Alter? Wer hat denn die ins Hirn, Peppi, wenn ich fragen darf? Schon wieder der ganze Bauer antadel. Es ist immer das Gleiche mit Leid. Ja, das passt wenigstens. Das passt auch. Foto passt. 22. Oktober passt. 28. Oktober passt. Das passt sogar alles. Kennzeichen hat passt. Fahrzeug hat passt. Ja. Was haben wir noch? Kontrollbericht. Name hat auch alle passt, was ich gesehen habe. Gültigkeitsdatum hat passt, Passnummer, Foto passt auch, Fruchtbrief passt eigentlich schon, aber Fahrzeug, die Dokumente vorab hat nicht passt, Kennzeichen hat passt, Stempel hat passt, was ich gesehen habe. Aktuelle Einreisebestimmung hat auch passt. Wie schaut es aus mit der Beschädigung vom Kfz? Spiegel sind alle da, Reifen schaut gut aus, Scheinwerfer schauen auch gut aus, Anbauteile waren auch alle da, ja. Passt. Tut mir echt sorry für die, aber in dem Fall wieder schauen und reingehauen. Und du warst genau der Letzte. Was ist denn, Depperter? Ich kann nichts dafür, wenn du nicht weißt, wie fett deine Fadel sind. Oder wie der Fruchtbrief zum Ausschauen hat von deinem Land, Alter. Ja, irgendwas habe ich übersehen. Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Frachtbrief. Der Name an einem Fruchtbrief hat nicht. Ah, super. Einmal nicht aufpasst. Einmal. Wieder 110. Wurscht. Egal, aber wir haben jetzt Fettware an drüben beim Stein-Ding zum angeben, weil da haben wir jetzt mehr wie genug Leute. Und das machen wir jetzt mit der Schnellreise übrigens. Seitdem ich das weiß, dass das geht, macht das Spiel gleich viel mehr Spaß wie vorher. Ich habe das gestern erst erfahren, dass man mit Schnellreise die Gefangenen hintransportieren kann. Weil davor habe ich gedacht, ich muss das immer hinführen. Und jedes Mal, wenn ich hinfahre, werde ich überfallen, dass ich einfach schon gesagt habe, okay, wenn einer schmuggelt, schießt ihn über den Haufen. Bringt mir zwar nichts, aber kostet mir auch nichts. Und ich erspare mir das Sch**farerei. Und dann sagt mir irgendwer, du kannst ja die Schnellreise machen. Dann sitzen sie im Auto. Ja, bumm. Auf einmal habe ich festgestellt, dass ich Hunderte, Tausende Dollar verdauen habe, nur weil ich die Leute gerade erschossen habe, weil ich glaube, ich muss sie alle selber herführen. Schalt ein Licht, Alter, dass ich da keinen Knopf habe. Naja. Aus Fehler lernt man, oder? Hoppala. Ja, Alter, das hat mir vorher keiner gesagt. Das hat es ja im Originalspiel, Originalspiel ist jetzt eine blöde Meldung, in der Kampagne, so wie wir es damals gespielt haben, wie das Spiel rausgekommen ist, da hat es ja den Modus noch gar nicht gegeben. Da hat es sowas wie Schnellreise noch nicht gegeben. Du hast alles mit dem Auto fahren müssen. Schnellreise haben sie erst da dazugefügt. Da liegt. 720 für 4 Häfenbräder ist ja schon mal nicht so schlecht. Und jetzt machen wir gleich die nächste Schnellreise um, wegen die ganzen illegalen Geschichten da. Weil seht ihr, das ist querfeldein komplett in beide entgegengesetzte Richtungen. Und das war so nervig immer, das zum Umeinander führen, dass ich die Leute einfach da erschossen habe. Weil es mir zu blöd war, da immer da separat zum Steinbruch zu führen. Nachhinein dumm gewesen. Aber ich hab mir gedacht, bevor ich da immer um mich kutschiere, schieße ich es über den Haufen. Das war es mir nicht wert. Und dann sagt mir irgendwer, ja, Schnellreise geht ja eigentlich auch. Bumm. Und seitdem macht es Spaß, die Leute zu festnehmen tatsächlich, weil es Kohle gibt. Weil ihr habt ja gesehen, für was man alles Kohle braucht. Zum Aufrüsten und alles. Dann die Gegenstände, die Waffen, aber auch die ganze Basis sicherer machen, die Kollegen besser ausrüsten und so. Das kostet alles echt viel Knädel. Deswegen musst du wirklich schauen, dass du jeden Dollar zusammenkriegst. Was lachst du denn, Klopapier? Hast du schon in den Spiegel geschaut? Sehsen, da. Ich hab so viel Schmuggelware, gewähr mir ein bisschen an Knädel da. 1485, das hat sich ausgezahlt. Und bevor wir jetzt wieder irgendwer mal Kohle wegnehmen kann, wegen irgendeiner Sch***, gehen wir gleich einmal wieder Basis ausrüsten, aufrüsten. Weil es ist echt. Wenn du die Kohle sparst, passiert wieder was und sie ist weg. Wenn du keine hast, können sie da nichts wegnehmen. Rakani, servus, alles klar bei dir?
Also, das Spiel kann ich tatsächlich auch jetzt, das habe ich damals schon noch weiterempfehlen können, wo es nur die Kampagne gegeben hat, weil es auch cool war. Und ich kann es nach wie vor noch weiterempfehlen. Es macht echt Spaß. Was, Leute, schaut mal nach, was das Spiel jetzt auf Steam kostet. Ich habe es vor über einem Jahr gekauft. Ich weiß nicht, wie die Preise jetzt sind. So, Baby, jetzt müssen wir mal irgendwas aufrüsten. Nur was rüsten wir auf? Personal? Kowalski! Unser Türsteher für einmal. Kowalski. Man weiß ja gar nicht, warum ich das Geld einbuttern soll. Größeres Büro für mehr Häftlinge, dann könnte man auch mehr Kohle machen. Aber wir können auch nicht mehr wie 4 Häftlinge auf einmal mit dem Bus transportieren. Fracht und Beleuchtung, für was die Beleuchtung immer gut sein soll, wenn wir nachts überschlafen gehen. Propagandaplakat, Instandhaltung, Inspektionsbonus 0. Ah, das gibt ein bisschen ein 15 Dollar Inspektion, naja. Naja, lassen wir halt einfach mal so stehen. Wir haben noch immer Geld. Die Tore aufrüsten. Ich glaube, wir werden die Kasernen auch mal. Nein, kostet viel zu viel. Was war da? Die Garage ist jetzt teuer. Die Straßen können wir noch aufrüsten, weil das Büro. Nein, das Büro, das Büro. Oha, krieg einfach einen kleinen zweiten Stock. Nehmen wir dazu. Jetzt gehen wir mal ein bisschen Kohle investieren in die ganze Scheiße. So habe ich das Büro noch nie. Wie schaut das Büro jetzt bitte? Alter, da hat sich alles, das hat es früher nicht gegeben. Da hat sich alles verändert. Da sind jetzt die Regale, wo du die Ware lagern kannst. Ich sollte mal das Schmugglerware, mit der kann man handeln, nämlich. War nicht schlecht, wenn ich die auch mitnehme. Da hat sich alles verändert. Und da sind jetzt die Häfen, Alter. Das hat es früher echt nicht gegeben, Leute, ich liege euch nicht an. Da war alles so wie jetzt am, ziemlich alles gleich so wie jetzt am Anfang und das war dann auch die Gang. Du hast die Gebäude selber nicht upgraden können. Du hast zwar deine Kollegen upgraden können und dein eigenes Haus. Dein eigenes Haus hast du upgraden können und die Kollegen. Aber das war's, kein Raffi. Warum kann ich da nicht rauf? Arschloch. Alter, jetzt macht es richtig fahren. Naja, aber für den Preis kriegst du ja mal ein AAA-Game. Aber für den. Und weiter? Was ist das? Was willst du denn jetzt da? Das Spiel ist wenigstens bugfrei und macht richtig Laune. Muss ich jeder selber wissen. Für den Preis kriegst du ein AAA-Game. Und weiter? Geschmissen, Alter. Schau, was der Landwirtschaftssimulator kostet, wie er rausgekommen ist. Ha? Ist ja kein AAA-Game. Du hast auch nur deppert Acker umflügen mit einem Traktor. Und hat auch kostet seine 30, 40 Euro. Oder 50, weiß nicht, was soll er kosten? Hands up, then we gonna drop. Drop.